Sitzt du gerade an deiner Steuererklärung und fragst dich, wie du das Ganze jetzt möglichst effizient und schmerzfrei hinbekommst, dann ist vielleicht Steuerbot die richtige App für dich. Was genau Steuerbot ist, was es kann und was es eventuell nicht kann, das schauen wir uns in diesem Video genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und es gibt ja eine ganze Reihe an Steuersoftware, an Tools, an Apps, mit denen man irgendwie seine Steuererklärung machen kann. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, alle diese Tools einfach mal genauer anzuschauen und unter die Lupe zu nehmen. Die ganze Playlist zu den übrigen Reviews verlinke ich dir einfach mal oben rechts. In diesem Video wollen wir uns die App Steuerbot etwas genauer anschauen. Diese App gibt es sowohl für Smartphone als auch Tablet, als auch tatsächlich über die Browserversion am Laptop. Das heißt, du kannst im Zweifel auch mit deiner Steuererklärung am Handy anfangen und später am Laptop weitermachen. Wie der Name schon sagt, ist Steuerbot so ein bisschen anders aufgebaut als die anderen, und zwar unterhältst du dich da mit einem Chatbot, dem Steuerbot. Und in diesem Gespräch erstellt ihr zusammen eure Steuererklärung. Und damit man das ganze Prinzip hinter Steuerbot am besten versteht, schauen wir uns die App doch einfach mal zusammen an. Wenn du die App auf deinem Smartphone öffnest, dann kannst du im ersten Schritt erstmal auswählen, für welches Jahr du denn jetzt die Steuererklärung machen möchtest. Und ich möchte natürlich die neueste machen, wir haben das Jahr 2022 und ich möchte die Steuererklärung für letztes Jahr machen und klicke deswegen auf 2021. Ganz oben sehe ich schon die Steuererstattung, die ich zu erwarten habe. Das heißt, da sehe ich schon mal das, was Steuerbot mit den bisherigen Angaben so ausrechnet, was ich denn wohl vielleicht an Steuererstattung wiederbekomme. Und dann sieht man auch, wie das Ganze aufgebaut ist. Steuerbot versucht, das Gespräch mit einem Steuerexperten, mit einem Steuerberater nachzuempfinden. Wenn ich als Steuerpflichtiger zu einem Steuerberater gehe und meine Steuererklärung machen lassen möchte, dann stellt mir dieser Steuerberater ja auch erst eine Frage, dann beantworte ich diese Frage und dann kriege ich eine Rückfrage und so weiter. Das heißt, dieses Interview, was man normalerweise mit einem Steuerexperten führen würde, führe ich hier mit Steuerbot, also mit dem Chatbot. Und die erste Frage, die mir gestellt wird, ist, welchen Familienstand hatte ich denn am Ende des Jahres 2021? Ich war verheiratet. Dann möchte der Steuerbot wissen, seit wann ich verheiratet bin. Und auch das verrate ich ihm. Im nächsten Schritt kommt die Frage, ob ich denn alleine veranlagt werden möchte oder zusammen mit meiner Ehefrau. Und wenn ich da jetzt nicht wirklich weiß, was ich angeben soll, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder schaust du das Video auf unserem Kanal, was ich schon mal dazu gedreht habe, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Aber wenn du Steuerbot nutzt, hast du natürlich auch die Möglichkeit, hier einfach auf dieses Informationssymbol zu klicken und bekommst dann eine Erläuterung, welche Veranlagungsform, wann das die bessere ist, was das eigentlich ist und so weiter. Das heißt, hier kannst du dich erstmal reinlesen, bekommst auch noch weitere Informationen und so weiter. Ich gehe zurück und sage, für mich ist die Zusammenveranlagung günstiger. Und genau so führt mich dieses Interviewformat durch die gesamte Steuererklärung. Zugegebenermaßen sind die Fragen natürlich vergleichbar mit den Fragen, die ich auch bei Taxfix oder Smartsteuer oder sogar Elster Online beantworte. Aber mir persönlich gefällt dieses Interviewformat und dieses Gefühl, dass ich mich mit jemandem unterhalte, wirklich sehr, sehr gut. Schauen wir uns zusammen doch auch einmal die Browserversion von Steuerbot an. Der Aufbau ist jetzt keine riesengroße Überraschung. Auch hier habe ich einmal auf der linken Seite die Möglichkeit, die Steuerjahre auszuwählen. Da bin ich im gleichen Fall wie eben auf dem Smartphone auch schon und habe hier das ganze Interviewformat. Das heißt, ich kann hier auch alle Angaben sehen, die ich vorher auf dem Smartphone schon gemacht habe. Das wird automatisch gespeichert. Und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich meine Einkünfte angeben muss. Und zwar fragt mich hier Steuerbot, ob im Jahr 2021 irgendetwas davon auf mich zugetroffen hat. Also hatte ich eine eigene Immobilie oder war ich selbstständig oder hatte ich ausländische Einkünfte, gewerbliche Einkünfte, eine Photovoltaikanlage, eine Vermietung oder Verpachtungseinkünfte oder war ich in der Landwirtschaft tätig? Und ja, ich war selbstständig, deswegen sage ich, ja, ich möchte hierzu Angaben machen. Und Selbstständigkeit untergliedert sich ja immer in freiberufliche Tätigkeit und gewerbliche Tätigkeit. Freiberufliche Tätigkeit heißt im Rahmen der Einkommensteuer immer die selbstständige Tätigkeit. Und genau das lag bei mir letztes Jahr vor und deswegen klicke ich auf selbstständige Tätigkeit. Und hier kommt tatsächlich auch schon der große Haken von Steuerbot. So sehr es mir auch gefällt, ich als Selbstständiger kann mit Steuerbot leider meine Steuererklärung nicht machen, weil das gar nicht angeboten wird. Und wir reden hier über die Einkommensteuer. Natürlich kannst du auch keine Umsatzsteuer oder Gewerbesteuer mit Steuerbot machen. Deswegen an dieser Stelle ist mit Steuerbot leider vorbei. Was ich ganz smart finde, ist, dass Steuerbot mir hier gleich eine Alternative vorschlägt, und zwar Smartsteuer. Auch Smartsteuer haben wir uns mal genauer angeschaut. Das Review zu Smartsteuer verlinke ich dir gerne auch einmal oben rechts.
Ein wichtiger Aspekt bei Steuer-Apps finde ich das ganze Thema Support und Hilfestellung. Weil, sind wir mal ehrlich, wir reden hier über das Thema Steuern und da gibt es immer Fragen und immer Dinge, die man nicht so genau weiß und wo man einfach nochmal eine Erläuterung braucht. Bei Steuerbot hast du im Interviewformat einfach an den wichtigen Stellen einen Hinweis, der dir den Kontext gibt zu dem jeweiligen Themenkomplex, an dem du gerade arbeitest. Du hast bei den meisten Fragen aber auch die Möglichkeit, dir noch weitere Informationen anzeigen zu lassen und bekommst dann da eine Erläuterung dieser Frage und was das bedeutet. Wenn du dann eine Frage hast und jemanden anrufen möchtest, um mit jemandem zu sprechen, dann kann der Steuerbot leider nicht weiterhelfen. Es gibt keinen telefonischen Support. Es gibt allerdings einen sehr bemühten E-Mail-Support, der auch in der Regel innerhalb von 24 Stunden antwortet. Wichtiger Hinweis ist, dass eine inhaltliche Steuerberatung, das heißt wirklich Tipps geben, wie du Steuern sparen kannst, das darf nur eine Steuerberatungsgesellschaft oder ein Steuerberater. Und Steuerbot ist eine App, ist ein Softwareunternehmen. Das heißt, die dürfen keine Steuerberatung machen. Deswegen kann dir dieser Support in der Regel nur bei technischen Fragen helfen. Die App funktioniert nicht, du findest bestimmte Menüpunkte nicht und so weiter. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich der Preis. Und die eigentliche Nutzung und die Erstellung der Steuererklärung, die ist tatsächlich kostenfrei. Das heißt, du kannst kostenlos die App herunterladen im Play Store oder App Store und deine Steuererklärung erstellen und den dir anschauen, was denn wohl als Erstattung bei rumkommt. Erst bei der Übermittlung an das Finanzamt musst du tatsächlich bezahlen. Und zwar 29,95 Euro. Das ist im Durchschnitt mit anderen Steuertools schon eher günstig. Du musst diesen Preis aber auch nur dann bezahlen, wenn du erstens verpflichtet bist, eine Steuererklärung abzugeben oder zweitens deine Steuererstattung über 100 Euro ist. Heißt im Umkehrschluss, wenn du deine Steuererklärung freiwillig machst und die Erstattung unter 100 Euro ist, dann bezahlst du gar nichts. Fassen wir das Ganze doch einmal zusammen und schauen uns die Vor- und die Nachteile von Steuerbot an. Der größte Vorteil ist für mich die Bedienung. Mir gefällt dieses Interviewformat wirklich gut und meiner Meinung nach ist das die intuitivste und schönste Bedienung im Steuererklärungsbereich. Außerdem gefällt es mir sehr, dass es eine Smartphone-App, eine Tablet-Version und auch eine Browser-Version gibt. Das heißt, jeder findet das Richtige für sich und ich kann auch mit dem einen Device anfangen und mit dem anderen weitermachen. Das gefällt mir wirklich gut. Außerdem finde ich die Hinweise in der App und im Interviewprozess auch wirklich hilfreich. Es sind nicht so viele, dass sie mich stören. Es ist auch relativ leicht beschrieben und insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich schon ganz gut da durchgeleitet werde. Die Nachteile sind für mich ganz klar, dass ich es einfach als Selbstständiger nicht bedienen kann. Ist für mich ganz klar ein Nachteil bei Steuerbot. Was mich außerdem so ein bisschen stört, ist, dass Steuerbot darauf aufgebaut ist, dass du wirklich sehr, sehr schnell durch die Steuererklärung durchgeleitet wirst. Und in meinen Tests funktioniert das auch ganz gut. Das heißt, ich bin in unter einer halben Stunde mit meiner Steuererklärung fertig, habe aber schon irgendwie das Gefühl, dass ich ein paar Dinge irgendwie übersprungen habe. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil Steuerbot wirklich auf Effizienz getrieben ist. Das heißt, wenn ich jetzt auch noch den letzten Euro sparen möchte und den letzten Steuerspartipp brauche und auch dafür gerne eine halbe Stunde länger investiere, dann ist Steuerbot irgendwie nicht das Richtige, weil da doch relativ grob über so einige Möglichkeiten einfach hinweggegangen ist. Ich hoffe, in diesem Video konnte ich dir einen guten Einblick in die App Steuerbot geben. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar. Und wenn du dir überlegst, Steuerbot sieht schön aus, aber ich bin halt selbstständig, was ist denn jetzt die beste Lösung für mich? Dann kann ich dir einen Tipp geben. Such dir einen Steuerberater, der sich konzentriert auf Freiberufler und Selbstständige und idealerweise auch komplett digital arbeitet. Uns zum Beispiel. Wir sind genauso ein Steuerberater. Wir sind digitaler Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier. Schau aber auch gerne erstmal die Videos auf unserem Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.